Danke, Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Man ist gezwungen, es kurz zu machen. Ich kann mich erinnern in Meran an die wahnsinnig lange und anstrengende Diskussion, die wir zur Abänderung des Antrages da hatten. Und normalerweise haben wir Südtiroler das Problem, dass wenn wir Anträge bzw. Ansinnen haben, die wir in Rom stellen, dass die dann nicht einen Konsens finden, aber dass wir in Nordtirol solche Schwierigkeit haben bei einem zentralen Anliegen der Berglandwirtschaft, das hätte man sich nicht erwartet und die uns halt zurückgeführt darauf, dass eben der Erstunterzeichner nicht der Mehrheitspartei angehört. Jetzt kommt ein ähnlicher Antrag in die gleiche Richtung von der Mehrheitspartei, von der SVP unterzeichnet, die dann hergegangen sind und gesagt haben, und Andreas, unterschreib du als zweites, weil eigentlich war es ja dein Antrag von Meran. Was passiert? Wieder das Gleiche. Der Antrag hat schon wieder Federn gelassen, und zwar nicht im Trentino, sondern in Nordtirol. Wir nehmen es hin. Ich habe mir was anderes erwartet. Und wenn der Landeshauptmann von Südtirol vorhin von populistischen Phrasen gesprochen hat, ich kann mich an ein Posting erinnern, Herr Landeshauptmann Blatter, ich habe es auch kommentiert, weil ich habe gemeint, es hat sich was geändert. Die Zeit der Wolfsromantik muss vorbei sein. Er hat bei uns schlichtweg keinen Platz. Das war Ihre Aussage im August letztes Jahr und das wissen wir in Südtirol auch. Das Problem ist, solange wir hier reden und es nicht schaffen, die Abschüsse zu gewähren, und da müssen wir die EU-Richtlinien abändern, da müssen wir es schaffen, gemeinsam eine Senkung des Schutzstatus zu ermöglichen, und zwar in allen alpinen Räumen, wo wir eine Form der Almwirtschaft haben, wie wir sie haben, wo man nicht mit geschlossenen Herden Alpbeweidung macht, sondern eben die freie, wie wir sie seit Jahrhunderten jetzt haben. Und man muss dazu sagen, dass jetzt auch wieder diese Senkung herausgenommen worden ist. Wer schützt bis jetzt und warum? Wer schützt bis jetzt die Almen wirklich und schützt auch Nordtirol davor, dass ihr noch mehr Wölfe und Problemwölfe da habt? Das sind die Bauern, die Jäger und die Revierleiter, die in die Illegalität abdriften. Und zwar schon seit Jahren. Und ich möchte, dass wir unsere Bürger nicht in die Illegalität abdriften lassen, sondern dass wir ihnen die Möglichkeit geben, legal die Schüsse zu machen. Und alles andere, es wird tolle Reden, es werden tolle Reden noch kommen. Ich kenne ja die Kollegen da, ich schließe ab, aber ich appelliere wirklich einzusetzen, dass wir hier die Abschüsse legalisieren, weil sonst haben wir halt die Leute, die sich strafbar machen. Für uns alle hier, für die Politik.